Einen wunderschönen guten Morgen zum DAX-Ausblick für Freitag, den 5. März 2021, mit mir, Bernecker 1977, Andreas Bernstein. Und wie jeden Morgen schauen wir vorbörslich auf den Markt und auf meine Prognose, die ich immer morgendlich erstelle auf Basis der Xetra-Handelsdaten und auf Basis des Endlos-Contracts von JFD. Und die titelt heute: Seitwärtsphase um 14.000 setzt sich im DAX fort. Das hatten wir gestern schon erlebt, dass diese Marke hier immer wieder im Fokus der Marktakteure steht. Und unterm Strich war es ein fast richtungsloser Donnerstag. Ein leichtes Minus hat sich hier eingestellt. Und zum Start sah das Ganze anders aus. Also da wurde die 14.000 unterschritten, konnte aber dann in den ersten Handelsminuten überboten werden. Also der DAX setzte dann quasi seine volatile Bewegung aus den Vortagen ein Stück weit fort und hat diese 14.000 hier im Mittelpunkt stehen lassen. Das Ganze konnte man am Börsentag Trading Online erleben. Also da hatten mehrere Trader eine eigene Herangehensweise, wie zum Beispiel Carlos Martins, Dirk Hilger oder ich selbst durfte hier teilnehmen, und ich kann das gerne auch noch mal im Nachgang hier einblenden, wie das Ganze aussah. Und zwar wurde das auch live gestreamt bei Twitch als Beispiel von mir. Also einige 5.000 der 5.000 Teilnehmer haben uns über die Schulter geschaut vom Börsentag online, und deswegen gab es gestern noch einmal das Trading-Spezial. Und wer die Aufzeichnung dazu sehen möchte, hier auf YouTube sehr, sehr gerne unter Bernecker 1977, also unter meinem Pseudonym, sieht man das aktuelle Video vom Börsentag online, was ich mitschneiden durfte. Ja, so viel der Vorworte vielleicht oder des Einschubs noch einmal zum gestrigen Tag. Ansonsten war der gestrige Tag gekennzeichnet von einer Berührung der Widerstandszone von 14.100. Auch das hatten wir gestern Morgen hier uns kurz charttechnisch angesehen. Es war die 14.095 im Hoch, also ganz knapp die 14.100 wurde erreicht. Das Gap wurde geschlossen, also auch das immer ein sehr, sehr spannendes Setup. Aber darüber kam der Markt nicht hinaus. Er schloss bei 14.056 ohne Xetra-Auktion. Dann kann man noch ein paar Punkte abziehen danach. Ja, und das war es auch schon auf der Oberseite. Da komme ich gleich dazu, was sich gestern Abend noch ereignete. Vorab noch die genaue Auflage an die Trendlinie. Also wer diese Trendlinie hier im Chart verzeichnet hatte, im Mittelfristchart wohlgemerkt, das ist der Stundenchart, der hatte gestern hier mehrere Berührungspunkte und konnte damit quasi diesen Aufwärtstrend durchaus noch mal ein wenig nachhandeln. Ja, die Handelsideen zum Wochenausklang skizzieren sich wie folgt: Wenn ich dieses Gap von gestern als Widerstandszone hier mit einbeziehe und die leichte Aufwärtstendenz ab dem Tagestief, wo wir gestern auf die mittelfristige Trendlinie ja aufgesetzt sind, im DAX einzeichne, dann bildet sich hier ein Dreieck. Ob dieses Dreieck zum Handelsstart um 9 Uhr Bestand hat, darf aber angezweifelt werden. Längerfristig betrachtet ist noch eine andere Unterstützung, und zwar die ich eben gezeigt hatte, im Markt vorhanden. Die liegt aktuell, wenn man den Chart weiterzeichnet, um 14.030 Punkte, 14.025 so ungefähr. Das sind Xetra-Daten wohlgemerkt, und nachbörslich kam ja die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Er hat so ein Stück weit die falschen Worte gewählt aus Sicht der Aktienanleger, denn der Dow Jones fiel unter die 31.000er Marke, der Nasdaq unter 12.500, die US-Anleihen sind wieder auf dem gefährlichen Niveau von 1,5% Punkten. Das hat den Markt ja schon vor einer Woche, übrigens auch am Freitag, Angst gemacht, und das könnte sich heute durchaus ein Stück weit fortsetzen. Hat es auch am gestrigen Abend, also als der Xetra-Handel geschlossen hatte, nachbörslich sozusagen, ist der DAX noch einmal tiefer notiert und hat das Ganze aber in der Nacht wieder revidiert. Also wenn man sich den Nachthandel bei JFD anschaut, so gibt es im Endloskontrakt diesen Abwärtstrend von gestern vom Tageshoch ausgehend bei 14.100, knapp 14.100 bis heute in der Nacht, und da waren wir bei 13.863 sogar. Jetzt haben wir uns stabilisiert und könnten wieder an diese 14.000 andocken. Also ein klarer Richtungswechsel, auch ziemlich trendbasiert. Und wenn man sich das hier zum Handelsstart anschaut, wäre das Szenario, dass wir ähnlich wie gestern kurz vor 9 Uhr unter 14.000 starten, dann dynamisch über die 14.000 gehen, vielleicht auch das Gap schließen bis 14.023 respektive 14.056 Punkte, je nachdem, ob man die Schlussauktion vom Xetra-Handel mit einbezieht. Also das wäre ein Szenario für den Morgen, und etwas dunkler wäre es für mich aus Sicht der Charttechnik erst, wenn wir wieder auf die 13.900 fallen. 13
13.920, so in dem Bereich, wo wir schon mehrfach eine Unterstützung in der Woche gesehen hatten und diese dann brechen. Bisher ist eine Unterstützung ja immer unterstützend, wie es das Wort schon sagt. Und gerne werde ich das dann mit dem Händler gleich ab 8.10 Uhr etwa auf Twitch wieder erörtern. Also schalte ruhig ein. Damit würde ich mit dem Stefan, glaube ich, heute Morgen sprechen, ab 8.10 Uhr live auf Twitch. Was erwartet unseren Wirtschaftsdaten? Heute 8 Uhr die Werkaufträge aus Deutschland sind sehr spannend und dann ist die Hauptzeit, auf die man heute achten sollte, 14.30 Uhr, denn da kommt die US-Arbeitsmarktbilanz. Die Handelsbilanz wird auch mit veröffentlicht, aber wichtig ist die Arbeitslosenquote, Erwerbsbeteiligungsquote und die durchschnittlichen Stundenlöhne. Einen kleinen Vorgeschmack gab es am Mittwoch mit den ATP-Daten und gestern mit den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe, die wieder leicht angestiegen sind. Also man darf hier durchaus gespannt sein, was die offizielle Arbeitsmarktstatistik in den USA hier vermeldet. Das ist das, was uns am heutigen Tag beschäftigt. Ich wünsche uns allen natürlich viel Erfolg im Handel. Bitte darauf achten, das war nur meine Meinung und ich basiere darauf oder darauf basierend leite ich mein Handelssetup ab und nimm das gerne als Anregung für deine eigenen Ideen mit. Also bleib gesund und erfolgreich, dein Andreas Bernstein.